legendäre Carretera Austral. Viele sagen, sie sei die schönste Straße der Welt. Es gibt ganze Bücher drüber, jeder Reiseführer wirbt damit. Steile These. Wir wollten sie auf jeden Fall fahren. Stand ganz oben auf der Wunschliste. Ich dachte, sie ist anspruchsvoller zu fahren. Vom Offroad-Geländefaktor. Aber sie zielt auf ganz andere Sachen ab. Ja, das Coole ist, auf der Carretera Austral erlebt man jeden Tag was vollkommen Neues. Wir kamen vom Paso Robayos runter durch ein wildschönes, einsames Tal des Valle Chacabuco. Manche haben es schon mal als die Serengeti Südamerikas beschrieben, das finde ich aber ziemlich übertrieben. Aber es ist wirklich schön und wer große Guanaco-Herden mal aus allernächster Nähe sehen will, der muss da hin. So weit im Süden ist die Carretera Austral eine ziemlich kleine, nette Bergstraße und schlängelt sich ewig an so einem Fluss entlang. Und das ist nicht irgendein Fluss, sondern der Rio Baker. Und ich glaube, es ist der einzige türkisene Fluss der Welt. Der Rio Baker ist ein ganz schön stattlicher Fluss und das Schöne an dem Fluss ist, dass er seine kalkhaltigen Schwebstoffe ein knalltürkises Wasser hat, so leicht milchiges Pfefferminzfarben, was also optisch echt ein Highlight ist. Die nächste Etappe steht dann total unter dem Zeichen des Wassers. Wir sind da ewig an Seen entlang gefahren. Manchmal war zu beiden Seiten Wasser. Und dann kommt man an einen der größten Seen Südamerikas. Und wisst ihr, was das für einer ist? Nein. Lago General Carrera. Das ist einer der größten Seen, die ich je gesehen habe. Also dagegen ist der Bodensee. Das ist schon eine irre Kulisse. Dieser riesige See, umringt von den schneebedeckten Bergen. Er hat eine ganz knallblaue Farbe, was man auch sonst kaum sieht. Schön mit diesen knalligen Herbstfarben dann auch. Das war wirklich eine Augenweide. Thank you.
Und der nächste Tag, der bringt dann ein UNESCO-Weltnaturerbe. Man musste zwar eine geführte Tour in Anspruch nehmen, weil man wäre nur mit einem eigenen Boot sonst hingekommen, was wir jetzt nicht dabei hatten. Das sind wunderschöne Felsformationen aus blankem Marmor. Die berühmten Marmorkathedralen. Capillas de Mármol. Das Wasser hat so ganz schöne Formen erodiert. Und man kann da richtig in die Höhlen reinfahren und durch die Höhlen durchfahren. Also das hat echt riesen Spaß gemacht und das ist wirklich, wirklich sehenswert. Wow, mach mal die Wasserfarbe an. Guck mal, die Speise in dem Marmor. Wunderschön, oder? Aus Marmor. Wow. Wenn wir unsere Lampen mitnehmen können, ja? Reiner, ausgewaschener Marmor. Das wüsste ich jetzt nicht, wo ich sowas sonst finde. Hilfe! Dann lässt man die großen Seen und die bunten Flüsse hinter sich und taucht ein in eine wirklich ganz schöne Bergwelt. Wir haben auch echt eine schöne Zeit erwischt. Der Touri-Schwung ist schon durch gewesen und Patagonien lodert auf in Herbstfarben. Wir sind ja zu Hause schon auch einen goldenen Oktober gewöhnt und bunte Bäume, aber ich weiß auch nicht, die Farben sind noch toller. Ralle und ich waren bergsteigen, weil die Oma die Kinder im Tal betreut hatte. Das war prima. Der Cerro Castillo, den fand ich sehr beeindruckend, weil er einen ziemlich zerrissenen Hängegletscher hatte. Eine wunderschöne blaue Lagune und er hatte noch einen wahnsinnig zerrissenen und steil gezackten Felsgrat, der mich eigentlich an den Pöterregrat erinnert hat. Ja, insgesamt ein ziemlich spannender Berg. Es geht weiter, man kommt am Pazifik an und zwar am Pazifik, wie ich ihn zumindest noch nie gesehen hatte. Und zwar sind es lauter schmale Fjorde von irgendwelchen Eiszeitgletschern rein, tief reingeschliffen. Und da führt diese Straße ganz, ganz idyllisch immer an diesen Fjorden entlang. Wir allerdings haben davon nicht so viel gesehen, weil wir ein fürchterliches Sauwetter hatten. Patagonian Weather. Es hat geschüttet, es war eiskalt, es hat quer gegraupelt. Also es hagelt auch noch. Eigentlich haben wir nicht so viel von der Gegend gesehen.
Ja, und durch den ganzen Regen wurde die Straße eigentlich noch ein Ticken gefährlicher, als sie da ist an dieser Stelle. Diese Uferstraße, die war dann auch noch mit diversen Bergrutschen, entsprechenden Baustellen versehen. Jetzt kommt die Todesmeile. Hier ist ein riesen Felssturz am anderen. Und es schüttelt seit Tagen. War schon ein ziemliches Damoklesschwert, was da dauernd über einem hängt, wenn du da drunter durchfährst. Das war jetzt irgendwie lustig. Aber man weiß nicht genau, wann da nochmal so ein Teil kommt. Ja, da so abzugehen mit so einem Erdrutsch in diesem tiefen Pazifikfjord, keine schöne Vorstellung. Aber dieses ganze Regenwetter lässt dort was ganz, ganz Besonderes entstehen, und zwar Küstenregenwälder. Für mich als Biologin üben Regenwälder so einen ganz besonderen Reiz aus. Und dieser war auch wie so ein Zauberwald. Überall hat es getropft und getrieft, überall. Alles war voller Moose und bunte Blüten und ganz viele endemische Arten. Das war für mich eine ganz besondere Freude, da mit meinen Kindern durchzuwandern. Ganz toll. Ja, die Kombination von Hängegletschern, Küsten, Regenwäldern, Pazifikstränden ist ein Highlight, was man sonst kaum findet, eventuell noch in Neuseeland. Das ist einfach top. Also die Carretera Austral, schönste Straße der Welt, oder nicht? Was meint ihr? Ich hätte mir gerne mehr Offroad-Abenteuer gewünscht. Teile sind auch schon geteert. Das wird auch noch mehr. Auf jeden Fall reist man von einem Highlight ins nächste, in großartiger Natur. Ja, und auf jeder Etappe sieht man Sachen, die man so noch nie zuvor gesehen hat. Also ich würde schon sagen, auf jeden Fall eine der allerschönsten Straßen der Welt, oder? Ja, definitiv. Daumen hoch.